Hat er mir so noch Klappe? Ja. Aber bitte der. Kann auch ich machen. Ja. Okay. Mach ich schon. Takšne pozornosti je Reinhold Messner že navajen. Sodeloval je pri snemanju mnogih filmov o njegovih himalajskih uspehih. Za dosego velikih vrhov pa je bilo potrebnih ogromno majhnih korakov. Ta moto ga je pripeljal do ciljev, ki so v tistem času veljali za nemogoče. Große Schritte lassen sehr schnell die Menschen verzweifeln, weil sie sehen, das ist nicht möglich. Was in vielen kleinen Schritten möglich ist, ist in großen Schritten meist nicht möglich. Und im Alpinismus oder im Abenteuer, ich bin ja mehr ein Abenteurer als ein Bergsteiger, im Abenteuer sind die großen Schritte zu gefährlich. Wenn ich zwei große Schritte mache, dann klopf sich runter. Človek, ki med plezanjem ni niti enkrat padel, je 8000 v času zlate dobe himalajizma osvajal kot zastavo. Med letoma 1970 in 1986 jih je kar 25-krat naskakoval. 18-krat je uspešno stal na vrhu. Sedaj pa je ta zunani gorski svet uspešno prenesel v 6 muzejev. In 15 Jahren habe ich diese museale Struktur aufgebaut mit hier das Zentrum in Firmian. Und außenherum mit 5 Satelliten und das ist jetzt das Bergmuseum. Also das ist nicht ein klassisches Kunstmuseum, sondern das ist eine Begegnungsstelle über Berg und Mensch. Alpinizem mu je odprl vrata v svet, kar je znal dobro izkoristiti. Danes je tako vsestranski poslovnež. Piše knjige, časi izredno dobro organizira, njegovi dnevi pa so zasedeni mesece in celo leta vnaprej. Ich mache mit Engländern einen Film. Und dann kann ich nicht, dann bin ich in Afrika, dann habe ich auch eine Familie, dann muss ich auch arbeiten. Po duši je bil vedno najprej pustolovec. Leta 1986 naj bi v Himalaji srečal 2 metra visok stvor, za katerega je bil prepričan, da je jeti. 12 let ga je na to preučeval. Mnogi so med tem trdili, da se mu je zmešalo zaradi pomajkanja kisika. Na to pa je izdal knjigo. Sedaj pa že leta sodeluje pri znanstvenem preučevanju te legende. Jeti geschichte ist eine Legendengeschichte. Aber diese Legende hat eine zoologische Basis. Nicht eine Menschen-Affen-Basis, sondern eine zoologische Basis. Ein Tier, das ist ein Bär. Und die behaupten, dieser Bär sei ein Hybrid zwischen einem Eisbär und einem Braunbär. Zamudil ni niti zgodovinskega odkritja trupla najstarejšega zemljana, Ötzija. Na, ich habe nur gesagt, das ist kein Bergsteiger, auch weil ich die Schuhe gesehen habe. Aber die Ausrüstung, er war ja nackt, keine Kleider. Die hat man da später dann gefunden. Die Ausrüstung machte klar, das ist kein Bergsteiger. Das ist viel älter. Kein moderner. Er war ein Bergsteiger, aber kein moderner. Ja. Je pa zato danes moderno, da tudi nealpinisti splezajo na najvišji vrh sveta. Razvoj množičnega turizma, leta 2012 je Mont Everest osvojilo več kot 500 ljudi, je seboj prinesel tudi gore odpadkov. Weil ich habe einen guten Quote gelesen in ihrem Museum, dass Mont Everest ist eigentlich ein Müll, der größte Müllberg in Welt geworden. Es ist der höchste auf jeden Fall, ja. Nicht? Es gibt keinen höheren Müllberg außer den Gipfel des Everest. Aber was kann man eigentlich machen dagegen? Nichts. Man kann die Entwicklung nicht aufhalten. Ich habe früher gedacht, das darf nicht passieren. Aber es ist passiert. Ich habe dagegen seit 30 Jahren angeschrieben. Es hat nichts genützt. Sam seveda takšnemu turizmu ne nasprotuje popolnoma. Jasno, od njega Nepalci živijo. E treba postaviti meje. Sicer pa tisti pravi alpinisti gredo tja, kjer množice ni. Die gehen dorthin, wo die Masse nicht ist. Also die gehen dorthin, wo die Masse gar nicht hinkommt. Wo die Masse sich sofort verstecken würde vor lauter Angst. Der Alpinist will keine Infrastruktur und der Tourist braucht eine Infrastruktur. Sam je vedno stopal po poti, kjer pred njim ni bilo še nobenega. O čemerkoli sva govorila, pa je beseda vsakič znova nanesla na hribe. Der Symbolberg von Südtirol. Dieser Zacken vorne ist ein Zacken, ist geschichtlich sehr interessant. Ja, es sieht ganz, auch interessant aus. Ja, hat ein ganz wichtiger Bergsteiger erst bestiegen. Der nächste Zacken ist noch schwieriger, aber der wird nicht so viel geklettert, weil er sehr brüchig ist. Messner se vse od 70. let dobro razume tudi z našimi alpinisti. Z Vikijem Grošljem sta tako še danes velika prijatelja. Več o tem, kaj si misli o uspehih naših alpinistov in kaj o tem, da so ga leta 1975 prehiteli pri osvajanju Makaluja, pa boste izvedeli v naši jutrišnji oddaji.